Ich bin Fabrice vom MMOGA YouTube Team und ich habe diesmal das neue Strategiespiel Divinity Dragon Commander unter die Lupe genommen. Wer jetzt denkt, dass es sich hierbei um eines von vielen stinknormalen Strategiespielen handelt, in dem man lediglich die gegnerische Base des Gegners zerstören muss, liegt komplett daneben. Gut, man muss natürlich auch hier die gegnerische Basis zerstören, aber das Spiel gibt viel mehr her, als man es erwartet und generell ist es mal etwas ganz Neues. Divinity Dragon Commander ist nämlich eine Mischung aus verschiedenen Spielegenres und verpackt diese echt gut, vor allem weil sie hervorragend gewichtet sind. Doch fangen wir erst einmal mit der Story an. Man spielt einen Imperator am Anfang seiner Karriere, der eine Mischung aus Mensch und Drache ist, wie auch immer das geht. Man versucht das Land Rivellon zurückzuerobern, das von verschiedenen Armeen besetzt wurde. Darum müssen wir uns aber nicht alleine kümmern, da uns vier verschiedene Generäle zur Seite stehen und uns Tipps für unsere Schlachten geben oder allgemein sagen, was sie gerade denken. Und das ist bei jedem General anders. Dieser hier zum Beispiel scheint egoistisch und auch ein wenig neidisch auf uns zu sein und quatscht einen mit ziemlich pedantischem Quatsch voll. Krieg führen kann er aber trotzdem. Neben den Generälen gibt es noch fünf Ratsmitglieder der verschiedenen Rassen. Die Untoten werden von einem etwas bösen und doch irgendwie sympathischen Kerl vertreten. Die Elfen dagegen scheinen meiner Ansicht nach totale Ökos zu sein und gehen eher diplomatisch und fast schon ein wenig pazifistisch an die Sache ran. Die Zwerge, die total geldgeil sind und versuchen aus jeder Schlacht den höchstmöglichen Gewinn zu erzielen, sind natürlich etwas angriffslustiger. Dann gibt es noch die rassistischen Echsenwesen und die Gims, welche für die Herstellung von Kriegsmaschinen wie Roboter verantwortlich sind. Diese Charakter könnten sich nicht mehr unterscheiden und die Dialoge sind echt interessant und spaßig zugleich. Es kann aber auch ernster zugehen. Einer von den fünf Ratsmitgliedern stellt euch ab und zu eine Kriegstaktik vor, bei der ihr entscheiden müsst, ob ihr diese anwenden möchtet oder nicht. For why have young, able-bodied men sit around or do menial tasks, when they could be serving in your armies instead? Ihr könnt natürlich auch zuerst die anderen Vertreter zu dem Thema befragen und diese sagen euch klipp und klar, was sie davon halten. Allowances have to be made, which we would otherwise condemn. Conscription, though, goes too far. Let those that wish to fight for our cause do so, but let's not force men away from their families if they feel it is their duty to stand by them. Somit muss man sich wohl oder übel bei einer oder zwei Rassen unbeliebt machen. Jede Entscheidung hat seine Vor- und Nachteile, deswegen sollte man sich zweimal überlegen, wie man sich entscheidet. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Spiel. Und dieses besteht aus einer Mischung von Strategie und einer Eroberungssimulation. Wir können uns einen Überblick auf die Weltkarte verschaffen und sehen, wie viele Gebiete wir besitzen. Hier können wir nun unsere Streitmächte vergrößern oder neue Gebäude kaufen, welche neue Boni freischalten. Dies können zum Beispiel Karten sein, die man allerdings nur eine Runde lang einsetzen kann. Entweder sind sie gewinnbringend oder verbessern unsere Soldaten. Wenn wir nun ein feindliches Gebiet angreifen oder von einem Feind angegriffen werden, wechselt das Ganze in den Strategiemodus, bei dem wir auch die meiste Arbeit selbst erledigen müssen. Hier kommt auch das klassische Strategiefeeling zurück, wobei es doch irgendwie anders ist. Wir können natürlich neue Streitkräfte ausbilden und diese in den Kampf schicken, um die gegnerischen Soldaten und Roboter zu töten oder um Abwehrtürme und Gebäude zu zerstören. Wenn es brenzlig wird, kann man sich einfach in einen Drachen verwandeln, der sich übrigens selbst steuern lässt, und können unsere Truppen beim Kampf unterstützen und hier findet sich auch schon das erste Problem. Der Feind hat selbst keinen Drachen und das macht die meisten Kämpfe ziemlich einfach. Dennoch finde ich den Strategiemodus wirklich gelungen, da alleine schon die Aufmachung im Steampunk-Design frischen Wind ins Strategie-Genre bringt. Wem der Singleplayer zu einfach ist oder einfach nur für zwischendurch eine Runde zocken möchte, kann sich aber im Multiplayer so richtig austoben, bei dem es sogar feindliche Drachen gibt. Aber ich persönlich finde den Singleplayer alleine schon wegen den verschiedenen Charakteren äußerst unterhaltsam und obwohl es eigentlich vom Aufbau her immer das gleiche ist, macht dieses Spiel doch ein wenig süchtig. Mein Fazit. Wer gerne Strategiespiele zockt und auch offen für etwas Neues ist, sollte sich Divinity Dragon Commander nicht entgehen lassen. Aber auch wer weniger mit Strategiespielen anfangen kann, sollte es sich anschauen, da es anfängerfreundlich ist und neben den Schlachten auch viel anderes zu erleben gibt. Wer sich allerdings nicht gerne mit politischen Themen und Entscheidungen auseinandersetzt, sollte sich eher vorsichtig an das Spiel heranwagen oder mehr den Multiplayer auskosten. Das war mein Test zu Divinity Dragon Commander. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Is the story of the Dragon Commander. Game Piece. Game Cards. Gold und Credits. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen.